Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema BPM. Ich freue mich, dass wir heute wieder zahlreiche Teilnehmer dabei sind und würde mich gleich mal gerne vorstellen. Mein Name ist Timo Scherer, ich bin Consultant bei der IB Solution im Thema BPM, Stammdatenmanagement, und werde Sie heute durch das Webinar führen. Dazu will ich zuerst einmal kurz auf ein paar allgemeine Punkte eingehen. Zum einen werden die Folien und auch das gesamte Webinar später zum einen bei SlideShare als auch bei YouTube zur Verfügung stehen. Das heißt, Sie können sich das auch dann im Nachgang nochmal anschauen. Zum anderen hier auch nochmal der Hinweis auf die nächsten Webinare, die dann in nächster Zeit anstehen, falls da irgendwas Interessantes dabei sein sollte. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen natürlich. Des Weiteren nochmal schnell ein paar kurze Worte zur IB Solution. Wir sind ein Beratungshaus im Bereich SAP mit den Schwerpunkten Business Intelligence, Prozessoptimierung und eben auch noch Technologieberatung. Das heißt, wir bewegen uns heute in diesen Themen Prozessoptimierung, Technologieberatung in diesem Webinar. Und die IB Solution hat in Deutschland mehrere Standorte, zum einen in Neuss, in München und in Heilbronn. In Heilbronn befindet sich unser Hauptsitz. Und wir haben noch zwei Standorte im Ausland, nämlich in der Schweiz, in Zürich, und noch einen Entwicklungsstandort in Bulgarien, in Sofia. So, noch einige Hinweise zu unserem Webinar. Sie sind während dieser Präsentation jetzt stumm geschaltet. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie das einfach gerne über den Chat stellen. Und ich werde dann die Fragen gesammelt am Ende beantworten. So, nochmal kurz ein paar Worte zur Agenda. Ich will im ersten Teil kurz auf den allgemeinen Teil Business Process Management eingehen mit SubNet Weaver und dann im weiteren Teil auf den Hauptteil eingehen, wie dort insbesondere mit Dokumenten umgegangen werden kann, wie die Integration stattfindet, und anschließend nochmal kurz ein Beispiel aus der Praxis zeigen, wie sowas aussehen kann, und wie gesagt im Anschluss dann die Fragen beantworten. So. Im ersten Teil, wie gesagt, eine allgemeine Einführung in das Thema Prozessmanagement. Prozessmanagement ist im Allgemeinen ja keine Technologie oder kein Tool, sondern Prozessmanagement ist ja im Allgemeinen ein Umdenken in den Köpfen der Mitarbeiter, wo wir von diesem Abteilungsdenken, diesem funktionalen Denken in ein prozessorientiertes Denken umsteigen wollen. Das heißt, es findet vor allem in den Köpfen der Mitarbeiter, aber auch in den Köpfen des Managements statt, um dieses Umdenken nämlich anzustoßen, um zu sagen, wir orientieren uns an Prozessen und wollen diese Prozesse optimieren. Und wir können das durch Technologie, diesen ganzen Vorgang grundsätzlich unterstützen und vorantreiben, um diese Prozesse noch effizienter zu machen und diese Prozessorientierung eben technologisch zu untermauern. Und wie das stattfindet, sieht man nun an dieser Folie. Bisher als Beispiel, ja, kann es sein, dass wir eine Anforderung, ein Mitarbeiter eine Anforderung hat, beispielsweise einen Lieferanten anzulegen oder ein Material anzulegen oder eine Bestellung oder ähnliches. Und er füllt ein Formular aus in Excel oder schreibt eine E-Mail an die jeweiligen Verantwortlichen, und diejenigen tragen das ins System ein. So sehen häufig Prozesse aus, insbesondere im Stammdatenumfeld. Technologisch können wir das ganz einfach abbilden, indem wir das in einen technologisch unterstützten Prozess gießen und
Da haben wir dann natürlich verschiedene Vorteile daraus. Nämlich dieser Prozess ist zunächst mal dann standardisiert, transparent und wir erreichen natürlich auch eine hohe Qualität an Daten, weil was der Anforderer nämlich an Daten an die jeweiligen Personen überliefert, ist ja bei E-Mails oder bei irgendwelchen Formularen, die ja nicht weiter die Qualität der Daten sicherstellen, ist ja erstmal nicht gegeben. Häufig bedeutet es, dass derjenige, der das ins System einträgt, entweder unvollständige Daten einträgt, damit qualitativ natürlich nicht besonders hoch, oder eben über Rückfragen dann die Qualität sicherstellt und wir natürlich dadurch relativ hohe Abstimmungsaufwände haben. Das heißt, die Vorteile, die wir durch Prozessunterstützung in Form von Technologie haben, ist zum einen eben Verkürzung der Prozessdurchlaufzeiten, häufig sehr erhebliche Verkürzungen. Wir vermeiden Medienbrüche. Ja, wir haben diese Dezentralisierung der Benutzereingaben. Das heißt, der Benutzer hat eine Stelle, über die er die Eingaben macht, aber er kann das quasi dadurch, dass das ja meistens Anwendungen in Portalen sind, ja, kann ja auch auf der Webseite sein oder wie auch immer, hat er eben die Möglichkeit, von überall seine Daten zu pflegen. Und wir haben dort eine relativ hohe Qualität der Daten, da wir ihm ja zum einen zum Beispiel Wertehilfen oder Ähnliches bereitstellen können. Das heißt, er hat nur ein bestimmtes Set an Möglichkeiten. Zum anderen können wir Online-Validierungen natürlich machen. Das heißt, dass er, wenn er Daten ausfüllt, dass die in einem bestimmten Format sein müssen, dass alle Daten, also dass Pflichtfelder ausgefüllt sind oder Ähnliches. Das heißt, wir stellen schon, bevor das bei den jeweiligen Genehmigern ankommt, bei denen, die verantwortlich sind, eine relativ hohe Datenqualität sicher. Zum anderen natürlich diese Prozessorientierung, ja. Das heißt, es tritt auch eine neue Form von Prozessdenken ein. Also ich muss mir schon Gedanken machen, will ich diesen Prozess jetzt anstoßen und was löse ich damit aus und welche Daten muss ich überhaupt alles liefern, um diesen Prozess qualitativ hochwertig starten zu können. Und zum anderen auch eine Transparenz zu schaffen für diese Leute, zu sagen, wenn ich jetzt einen Prozess in dieser Hinsicht anstoße, wer ist denn an diesem Prozess beteiligt, wie läuft der ab? Und eben auch diese Transparenz in Richtung Management, zu sagen, was kostet mich ein Prozess, was sind meine Key Performance Indicators, wo hängen die Prozesse häufig? Und das ist sozusagen dann diese Transparenz in Richtung Management, auch um diese kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten. So, wie können wir das im SAP-Umfeld schaffen? Im SAP-Umfeld gibt es das sogenannte SAPnet Viva Composition Environment. Das stellt die technologische Basis für das Business Process Management dar. Ist letztendlich ein oder beinhaltet einen Java-Applikationsserver und eben verschiedene Technologien, unter anderem eben dieses Business Process Management, um eben die Prozesse technologisch abzubilden, das Business Rules Management, das dazu dient, Geschäftsregeln zu definieren. Da werde ich später nochmal ein paar Worte dazu sagen. Wir haben sowohl eben die Laufzeitumgebung, um eben diese Prozesse und Anwendungen auszuführen. Wir haben auch eine Entwicklungsumgebung, das NetWeaver Developer Studio, um diese Anwendung zu entwickeln. Wir haben auf Basis der Oberflächen verschiedene Technologien, um User Interfaces bereitzustellen. Da sehen wir unter anderem eben auch diese Formulare in der Mitte und das wird ja auch ein Hauptteil des heutigen Webinars sein, um auf diese Form von UI-Technologie einzugehen. Und wir haben eben auch die Schnittstellen dann in die Backend-Systeme, in die Business Suite, in andere vielleicht sogar Non-SAP-Systeme. Nochmal zum Naming. Ab NetWeaver 7.3 ERP1 gibt es ja auch dieses Buzzword Process Orchestration. Das heißt, insbesondere eben darunter fällt dann auch dieses Business Process Management und aber auch das Thema
Process Integration, das ehemalige XI, das heißt, es wird ab ERP1 zusammen formieren in einem Namen und auch zusammen ausführbar sein auf dem neuen NetWeaver Java Stack auf einem System. Was sind denn die typischen Einsatzszenarien für NetWeaver BPM? Wir haben ja verschiedene Workflow-Technologien im SAP-Umfeld. Wir haben Business-Workflows, vielleicht sogar MDM-Workflows oder eben auch Workflows mit SubNetWeaver BPM. Die typischen Einsatzszenarien sind eigentlich systemübergreifende Prozesse, weil BPM auf einem speziellen Endsystem mitläuft, wie jetzt zum Beispiel Business Workflow im SAP ERP-System, sondern BPM ist ein unabhängiges, eigenständiges System, das es eben schafft, Systeme übergreifend zu verknüpfen, egal welcher Herkunft. Es muss kein SAP-System sein. Hauptsächlich funktioniert es über Web-Services. Das heißt, dort ist es besonders gut geeignet. Dann aber auch genehmigungsintensive Prozesse, wo es Abstufungen gibt, anhand zum Beispiel irgendwelchen Wertgrenzen, ja, dass ab einer bestimmten Wertgrenze von Bestellungen vielleicht 3 oder 4 Personen genehmigen müssen. Typisches Einsatzszenario ist aber auch Einbeziehung von externen Partnern. Das wird auch ein Hauptteil sein in diesem Thema Dokumentenintegration. Also wie kann ich zum Beispiel externe Mitarbeiter oder auch irgendwie Kunden oder Lieferanten in diese Prozesse mit einbeziehen. Prozesse, die sich häufig ändern, sind auch ein Thema. Gerade durch dieses Geschäftsregeln, durch die Geschäftsregeln habe ich eben die Flexibilität, den Prozess ohne große Umstellungen, sage ich mal, von der Geschäftslogik her über diese Regeln zu steuern. Wie gesagt, zum Beispiel eben diese Genehmigungen zu sagen, ab einem bestimmten Wert kommt jetzt die Gruppe Abteilungsleiter oder die Gruppe Geschäftsführer oder so als Genehmiger, tritt die als Genehmiger auf. Oder wir brauchen jetzt an dieser bestimmten Stelle einen zusätzlichen Schritt, eine zusätzliche Datenprüfung, Qualitätsprüfung. Das heißt, das können wir mit BPM relativ einfach realisieren. Und Prozesse natürlich, die im Allgemeinen jetzt nicht über die Business Suite abgedeckt werden, also die dann auch Kunden individuell häufig sind. Prozesse, die einfach abgedeckt sind, lohnen sich häufig nicht umzusetzen. Ja, nochmal ein paar Worte zum Thema BPM. Ist wie gesagt ein Bestandteil des Composition Environment auf dem SubNetWeaver Stack. Wir sehen dort, dieses BPM besteht im Prinzip aus 3 verschiedenen Komponenten. Aus dem Process Composer, das ist die Entwicklungsumgebung, um diese Prozesse bereitzustellen. Dem Process Desk, das ist im Prinzip die Schnittstelle zum Benutzer. Das heißt, das sind insbesondere eben Ausführungsoberflächen oder auch Darstellungsoberflächen, über die die Benutzer eben in die Prozesse einsteigen können, die Prozesse anschauen können, und der Process Server, der die Prozesse letztendlich ausführt. Ein weiterer Vorteil von Business Process Management ist, wie gesagt, die Transparenz, die dadurch geschaffen wird. Transparenz insbesondere dadurch, dass wir bei der Entwicklung hin zu diesem Prozessmodell, das ja in dieser Business Process Model and Notation dargestellt wird in BPM, das ist eine standardisierte Modellierungsnotation, die relativ einfach aus meiner Sicht auch für den Fachbereich zu verstehen ist. Einfach ein Ablaufmodell, relativ einfach, nicht in der Form von ereignisgesteuerten Prozessketten oder ähnlich, die relativ schwierig zu verstehen sind, sondern es ist ein standardisiertes Modell, um diesen Prozessablauf darzustellen. Wie gesagt, im Business Process Management wird diese Notation verwendet, und der Vorteil dadurch ist zum einen eben diese Standardisierung. Das heißt, wir verwenden keine proprietäre Notation, sondern eine Notation, die überall in verschiedenen Tools, Firmen, Organisationen verwendet wird.
Und der andere Vorteil aus meiner Sicht, man kann den Prozess auch ohne Technologie mit dem Fachbereich zusammen erarbeiten, modellieren, sage ich mal, vielleicht sogar auf Papier, wie man hier sieht, ja, zusammen, ohne Wert auf die Technik zu legen im ersten Schritt. Diese Notation kann sowohl eben diesen Prozess aus Fachbereichssicht darstellen, aber auch aus technischer Sicht. Ein technisches Modell, technisches Prozessmodell wird auch mit der BPMN immer anders aussehen als ein fachliches Modell vom Fachbereich. Der Vorteil ist aber, man kann eben diesen Fachbereich früh mitnehmen in dieses Thema Prozessautomatisierung, Prozessausführung, ohne, also einer relativ frühen Stelle auch noch ohne Technologie. Das heißt, man kann diesen Prozess erarbeiten von eben der Skizze bis zum technischen Modell, dann in der Entwicklungsumgebung bis zur Ausführung letztendlich, dann über die integrierten Oberflächen im Prozess. Das heißt, man kann den Fachbereich relativ früh aufgleisen, schafft eine relativ hohe Transparenz auch. Vielleicht erkennt man auch schon bei der Konzeption Schwächen im Prozess, ja, Probleme, die dann eventuell durch die technologische Unterstützung ausgemerzt werden können. Dass man zum Beispiel sagt, diesen Schritt, den braucht man vielleicht eigentlich auch gar nicht mehr, oder diesen Schritt muss man vielleicht eher nachlagern oder vorlagern. Das heißt, dort findet auch gleichzeitig eventuell schon schon in der frühen Phase eine Optimierung statt. So, zum Thema Prozesssteuerung gibt es ja zum einen, wie gesagt, die Möglichkeit, über die BPMN dann die Prozesssteuerung zu machen, zu sagen, bei bestimmten Stellen gehen wir nach rechts oder nach links. Zum Beispiel jetzt, wenn jetzt eine Person eine Anfrage ablehnt oder genehmigt, könnte man sagen, okay, wenn er genehmigt, gehen wir nach rechts, den ganz normalen Standardweg weiter. Wenn er ablehnt, beispielsweise senden wir noch eine E-Mail und brechen den Prozess dann ab oder gehen irgendwelche anderen Wege. Das heißt, die eine Form von Prozesslogik ist eben einfach schon in dem Modell. Was aber auch noch getan werden kann, ist die Geschäftsregeln in Form von Geschäftsregeln abbilden. Das heißt, einfach zu sagen, wie Sie jetzt hier sehen in diesen Decision Tables, zu sagen, man kann eben codefrei und ohne Entwicklungskenntnisse jetzt den Prozess steuern, nämlich in Form von diesen Decision Tables, die auch in Excel einfach exportiert werden können, durch den Fachbereich gepflegt werden können und dann wieder hochgeladen werden können in das Tool. Das heißt, es ist auch keine Entwicklungsumgebung nötig, um diese Tabellen zu pflegen. Und um auf das Beispiel einzugehen, was Sie hier sehen, ist ein Beispiel aus einer Anlage von einem Lieferanten. Was hier im Prinzip passiert, es wird entschieden, ob für diese Anfrage oder für diese Anlage eine Genehmigung notwendig ist. Das ist der erste Schritt. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel eine Neuanlage ist, das wäre dann der untere Teil und eine bestimmte Zahlungsbedingung ausgewählt wird oder eben auch das Limit dann bei einer Zahlungsartwechsel dann zu hoch wäre, dann wäre eine Genehmigung nötig. Bei bestimmten Fällen auch. Es gibt aber auch Fälle, nämlich alle Zahlungsbedingungen außer 1 und 2 sind eben ohne Genehmigung in diesem Fall möglich. Bei Änderungen, wenn der Lieferant natürlich gesperrt ist, ja, dann ist natürlich eine Genehmigung notwendig. Oder eben auch bei bestimmten Zahlwegen, Zahlungsbedingungen eben auch. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie man einfach aussteuern kann. Abhängig der Benutzerdaten ist eine Genehmigung notwendig. Ich kann das auch relativ schnell ändern. Kommt eine neue Zahlungsbedingung hinzu oder ändern sich dann die Wertgrenzen oder ähnliches, kann ich das relativ schnell durch den Fachbereich auch pflegen lassen, wenn das gewünscht wäre. Nachgelagert wäre jetzt in dem Fall zum Beispiel noch eine Regeltabelle denkbar, die dann entscheidet, wer zum Beispiel genehmigen muss im Genehmigungsfall, zu sagen, bei bestimmten Zahlungsbedingungen oder bestimmten Wertgrenzen muss dann abgestuft Abteilungsleiter, Geschäftsführer, Bereichsleiter und so weiter
genehmigen. So, das war's schon zum allgemeinen Teil BPM. Nun wollen wir in den Teil Integration von Dokumenten, das ja der Schwerpunkt dieses Webinars ist, weiter eingehen. Und dort gibt es, wie bereits erwähnt, diese Formulare, die auch genannt werden SAP Interactive Forms by Adobe. Und es gibt zwei grundlegend verschiedene Möglichkeiten, diese Formulare in die Prozesse zu integrieren. Zum einen sind es die sogenannten Offline-Form-Tasks. Offline-Form-Tasks sind charakterisiert dadurch, dass das User-Interface nur aus diesem Formular besteht. Das heißt, der Benutzer kommt in diesem Fall nur mit diesem Formular in Kontakt. Das heißt, die Formulare werden per E-Mail automatisch durch den Prozess an den hinterlegten Verantwortlichen gesendet. Könnten zum Beispiel, wie gesagt, externe Lieferanten, externe Mitarbeiter oder auch sonstige externe Personen sein, aber auch interne natürlich. Das heißt, die Formulare werden per E-Mail gesendet. Die Formulare werden von der jeweiligen Person ausgefüllt und an diese E-Mail-Adresse zurückgesendet. Es ist auch möglich, die Formulare direkt aus irgendwelchen Buttons im Formular wieder zurückzusenden, dass er nicht quasi dann extra nochmal sein E-Mail-Programm öffnen muss und dann das Formular anhängen und so weiter und so weiter. Das heißt, er sendet dieses Formular zurück. Wie gesagt, automatisiert aus dem Formular auch möglich. Die Engine empfängt dieses Formular wieder und verarbeitet dann die eingegebenen Daten oder gibt die eingegebenen Daten an den Prozesskontext weiter, der dann diese Daten auswerten kann. Was natürlich möglich ist, ist, dass dieser Offline-Form-Task nur ein Task im gesamten Prozess darstellt. Das heißt, Sie müssen jetzt keinen Prozess machen, der nur aus Formularen besteht, die Sie dann in der Organisation oder außerhalb der Organisation versenden, sondern es ist auch vorstellbar, dass Sie zuerst einmal verschiedene andere User-Interface-Technologien benutzen und dann zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt eben, da jetzt eine Integration von externen Geschäftspartnern stattfindet, dann dieses eine Formular senden und die Daten dann im nächsten Schritt dann auch wieder über irgendwelche Online-Tasks auswerten. Charakterisiert es eben diese Offline-Form-Task durch dieses dezentrale Bearbeiten von Aufgaben. Sie haben nicht wie bei Online-Aufgaben diese zentrale Universal Worklist, den zentralen Arbeitsvorrat, wo eben alle Aufgaben reinkommen, sondern die Aufgaben werden dort eben in Form von E-Mails abgearbeitet. Das heißt, Sie haben ein dezentrales Bearbeiten, Sie haben keine besonderen Voraussetzungen. Das heißt, der Benutzer braucht im Prinzip nur ein E-Mail-Programm und ja, Adobe eben, um die PDFs anzuschauen. Das heißt, es gibt aber auch keine speziellen Kenntnisse, die der Benutzer braucht im Prinzip. Die Formulare sind ja relativ oder sind ja können ja relativ einfach gehalten werden. Er füllt eben einfach die Felder aus, für die er jetzt seine Rolle jetzt gedacht ist. Das heißt, er benötigt keine speziellen Kenntnisse im Prinzip über irgendwelche verschiedenen Technologien oder Einwahldaten oder sonstige Sachen, sondern er bekommt einfach ein Formular, füllt es aus, sendet es zurück. Wir orientieren uns eben, wie gesagt, an Papierformularen. Das heißt, wenn dieser Prozess sowieso papierbasiert stattfindet oder stattfinden muss, auch aufgrund der Daten oder des Charakteristik des Prozesses, eben dann kann man sich hier relativ einfach auch in diesen Papierformularen wieder orientieren, aber nimmt eben die Vorteile mit, die man eben einfach durch Prozessorientierung, durch technologische Prozessunterstützung hat. Einfach, dass die Daten schon durch Dropdowns, durch Wertehilfen schon vorbelegt werden können, durch Validierungen im Formular eben die Daten qualitativ hochwertig hält, einfach die Medienbrüche letztendlich vermeidet, die Durchlaufzeiten erhöht. Das heißt, man nimmt eben im Prinzip alle Vorteile mit, erhält sich aber das Papierformular. Zum anderen
eine Eigenschaft, das SAP-System, oder es sind keine SAP-Systeme, keine Verbindung zu SAP-Systemen erforderlich. Das heißt, dieses Formular wird ganz eigenständig versendet, ausgefüllt, zurückgeschickt. Das ist eben die Charakteristika von diesem Offline-Form-Task. Die Vorgehensweise in diesem Fall, damit sieht es auch auf technologischer Basis nochmal näher gebracht bekommen, ist einfach, sie definieren ein Datenmodell auf XML-Schema-Basis, das heißt eine XSD-Datei, die sie, auf der sie das Datenmodell des Prozesses oder auch nur des Formulars definieren. Das heißt, wenn Sie jetzt als Beispiel einen Urlaubsantrag als Beispiel haben, ja, dann definieren Sie als Felder beispielsweise den Namen, das Datum, also Endedatum, Startdatum, Art des Urlaubs, einfach in der Form von einem XML-Schema mit den Datentypen und importieren das dann in diesen Adobe Lifecycle Designer. Der Lifecycle Designer ist quasi die Entwicklungsumgebung für diese Interactive Forms und daraus generiert dann der Adobe Lifecycle Designer das Formular, vordefiniert aus dieser XML-Datei. Sie können dann natürlich dieses Formular noch anpassen, die Anordnung der Felder oder auch Logos von Ihrer Organisation oder ähnliches. Das heißt, diese XDP-Datei, dieses Template-Formular kann dann auch noch individuell angepasst werden. Im Prinzip wird das Datenmodell, also die möglichen Datenfelder, dann aber durch dieses XML-Schema festgelegt. Sie legen dieses XDP dann auf dem NetWeaver-System in dem ECM ab, in dem Enterprise Content Management, und können das ab diesem Moment dann als User Interface einfach im BPM-Prozess verwenden. Sobald Sie dieses Formular als User Interface eben diesem menschlichen Schritt im Prozess im Prinzip zuordnen, weiß diese Engine, dass sie jetzt diese Datei letztendlich wegschicken muss an die jeweilige Person. Das ist im Prinzip die Vorgehensweise. Ja, nicht besonders aufwendig. Also auch dieser Adobe Lifecycle Designer kann relativ einfach verwendet werden. Wie gesagt, die Templates werden generiert. Sie können die dann noch im Nachgang customizen. Letztendlich sind papierbasierte Prozesse ja aber auch nicht geprägt durch hunderte von Feldern, sondern meistens eher einfach gehalten. Und dadurch, wie gesagt, auch die Generierung der Dateien oder die Erstellung der Templates relativ einfach. Wie angesprochen, gibt es eben auch noch eine zweite Form von Integration von Formularen. Das sind diese sogenannten Online-Tasks, was wiederum bedeutet, dass Sie in diesem Fall, wie Sie es vielleicht von BPM schon kennen, wenn Sie sich schon mit anderen UI-Technologien beschäftigt haben, Sie haben dann die Möglichkeit, in diesem Fall einfach ein WebDympro zum Beispiel zu verwenden, also ein originäres Online-UI-Element, einfach im Portal, WebDympro, Java im Normalfall, und haben dann die Möglichkeit, dieses Formular als UI-Element zu benutzen in diesem WebDympro. Das heißt, Sie haben dann im Prinzip ein hybrides User-Interface, in dem Sie zum einen dann Ihre Daten ganz normal in WebDympro, ja, in diesem programmierten User Interface im Prinzip darstellen, haben aber die Möglichkeit, dieses PDF oder dieses Interactive Form als Teil dieses WebDympro UIs darzustellen. Das heißt, Sie haben dann im Prinzip ein hybrides UI und haben die Möglichkeit, dann diese Daten zwischen dem WebDympro und dem Formular online zu übertragen. Und das WebDympro gibt dann die Daten in diesem Fall an den Prozesskontext weiter, nicht dieses Formular selber. Der Vorteil oder die Eigenschaften, sage ich mal, für Ihre Benutzer ändert sich. Oder Sie haben quasi die originären Eigenschaften von BPM. Wenn Sie jetzt schon BPM benutzen mit normalen User Interfaces, Sie bearbeiten Ihre Aufgaben ganz normal über die Universal Worklist. Sie haben natürlich den Vorteil, dass Sie online die Daten schon validieren können. Also Sie haben die Möglichkeit, online die Daten schon zu verarbeiten, die eingetragen werden in das Formular, was Sie natürlich dann bei diesen Offline Form-Tasks nicht haben. Das heißt, zuerst werden die Daten aus diesem Formular extrahiert, in den Prozesskontext gegeben, und Sie haben dann erst die Möglichkeit,
diese Daten zu verarbeiten. Bei dem Online-Task haben Sie eben die Möglichkeit, die Daten live zu verarbeiten, bevor Sie den Prozessschritt abschließen. Das ist natürlich, wie gesagt, ein Vorteil. In dem Fall haben Sie auch die Möglichkeit, dieses Interactive Form direkt im NetWeaver Developer Studio zu erstellen. Sie müssen dann zwar trotzdem den Lifecycle Designer installiert haben, aber Sie haben eben die Möglichkeit, es direkt im mitgelieferten, in der mitgelieferten Entwicklungsumgebung zu erstellen. Wie gesagt, eine SAP-Systemverbindung erforderlich. Ja, Sie sind ja online unterwegs im Portal, das heißt, das ist logisch. Ich will noch mal kurz auf die Vorteile eingehen, die Sie haben bei der Verwendung von Formularen oder eben von diesen SAP Interactive Forms. Sie haben die Möglichkeit, eben einfach externe Geschäftspartner zu integrieren. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen externen Geschäftspartnern keinen Zugriff auf die internen Systeme geben oder aus anderen Gründen eben ihm quasi den Aufwand ersparen, sich irgendwie in VPNs einzuloggen oder dann auf interne Portale und interne Systeme eben zu navigieren, haben Sie eben die Möglichkeit, dort einfach Geschäftspartner zu integrieren, zu sagen, wir schicken dann einfach hier dieses Formular, füllt es aus, schickt es zurück und wir haben trotzdem quasi unsere Prozesssicherheit oder wir haben dann einen Prozess dahinter und keine kein loses Senden von E-Mails über irgendwelche Mitarbeiter, wo dann keiner so genau weiß, habe ich jetzt eigentlich schon eine Antwort bekommen oder Sie haben eben da durch die einfache Integration eben auch die Möglichkeit zu sagen, wenn dieser Geschäftspartner innerhalb von 2 Tagen diese Mail nicht zurücksendet, dann haben wir über die ganz normalen Prozessmöglichkeiten im BPM die Möglichkeit, nochmal Erinnerungsmails zu schicken oder das in sonst irgendeiner Art dann in eine Fehlerbehandlung zu übergeben. Sie haben eben die Möglichkeit, dass Sie quasi Ihre Prozessreichweite weit über die Unternehmensgrenzen hinweg erweitern können. Im Prinzip können Sie jeden erreichen, der ein E-Mail-Postfach hat, wie gesagt. Sie haben intuitive Oberflächen, das heißt, Sie haben jetzt keine proprietäre ja, oder fremden Technologien, sage ich mal, die keinem bekannt sind und wo sich jeder über Guides oder sonstige Sachen einarbeiten muss, sondern Sie haben einfach ein Formular, wie es jeder kennt, ein PDF-Formular. Das heißt, Sie haben da keine besondere Einarbeitungszeit auch und keinen besonderen Aufwand von Schulungen oder ähnlichem. Und wie gesagt, es ist eben diese automatisierte Verarbeitung. Sie haben keine lose Versendung von E-Mails, sondern Sie haben dann einen gesamten Prozess end-to-end. Letztendlich Anwendungsbeispiele sehe ich insbesondere eben bei automatisierten Rechnungsbestellverarbeitungen. Da habe ich nachher noch ein Beispiel mitgebracht. Oder eben auch bei Genehmigungsworkflows vielleicht, wo Sie sagen, da wollen wir ein Formular verwenden für Reisekosten, Urlaubsanträge oder ähnliches. Beantragen von Berechtigungen ist vielleicht noch so ein Thema, wo man sagt, da ist ein Formular geeignet. Das heißt, irgendein Mitarbeiter nimmt dieses Formular, füllt es aus, sendet es ab, dann bekommt irgendein interner Mitarbeiter eben dieses Formular, der dazu berechtigt ist, es zu genehmigen, ein Vorgesetzter beispielsweise, genehmigt das, dann geht dieses Formular an die Basis oder an die Berechtigungsabteilung und die können dann über dieses Formular einfach die Berechtigung ins SAP-System oder in sonstige Systeme die Berechtigung vergeben und ja, damit ist der Prozess ja dann schon beendet. Das heißt, das wäre vielleicht noch ein Use Case. Ein anderer Use Case, den die SAP da immer vorbringt, ist diese Zeiterfassung für externe Mitarbeiter. Das heißt, wenn Sie externe Mitarbeiter beschäftigen, da habe ich auch gleich noch ein Beispiel, ja, haben Sie eben die Möglichkeit, dass, genau hier habe ich das Beispiel schon, dass eben dieses Formular an die externen Mitarbeiter gesendet wird, zu bestimmten, Sie haben ja die Möglichkeit zum Beispiel, das auch immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten zu senden, immer am Ende des Monats beispielsweise, eben dem Mitarbeiter das Formular zu senden, er füllt es aus, sendet das Formular zurück. Das geht dann, das wird dann in Form von, wie Sie hier sehen, nicht wieder in PDF, sondern eben als Online-Task dann bereitgestellt dem jeweiligen Genehmiger, der diese Daten dann prüft und freigibt und dann die Daten automatisiert ins SAP-System verbucht werden und Sie damit, wie gesagt, die Zeiterfassung für externe Mitarbeiter haben, ohne dass der Mitarbeiter ja, sagen wir mal, besondere Berechtigungen braucht, irgendwie besonderen Aufwand, den er betreiben muss, um jetzt interne Systeme
zu füllen mit irgendwelchen Daten, wo sie dann natürlich auch schwierig Genehmigungsschritte realisieren können, sondern in diesem Fall einfach über BPM mit diesem Offline-Form-Task in Verbindung dann bei der Genehmigung mit diesem Online-Form-Task. Wie gesagt, ist ein Referenzbeispiel der SAP, das ich jetzt hier vorgeführt habe. Wir haben auch noch natürlich die Möglichkeit hier der Integration von verschiedener OCR-Software, also diesem Optical Character Recognition, das heißt dieser automatisierten Texterkennung, wo wir schon verschiedene Lösungen erarbeitet haben. Das heißt, Sie haben dann die Möglichkeit, Papierdokumente, E-Mails, Fax oder sonstige digitalisierte Dokumente eben automatisiert über diese OCR-Software zu verarbeiten, was dann in den meisten Fällen eben vorgelagert funktioniert, bevor der BPM-Prozess dann gestartet wird. Oft haben diese Lösungen eben eigene Client-Applikationen zum Bearbeiten der Dokumente, falls jetzt noch manuelle Nacharbeiten notwendig wären, falls die OCR-Software Probleme hat, ähnliches. Wie gesagt, im optimalen Fall funktioniert diese Verarbeitung komplett automatisiert im Hintergrund, ohne manuelles Eingreifen. Die Lösung extrahiert quasi beispielsweise, da habe ich auch das Praxisbeispiel gleich noch dabei, beispielsweise wenn einkommende E-Mails in eine bestimmte Posteingang eintreffen und dann kommt die OCR-Software ins Spiel, die dann diese Datei anschaut und schaut, okay, haben wir da beispielsweise Attachments, PDF-Dateien ähnliches, Bestellungen beispielsweise. Die OCR-Software schaut sich diese Datei an, erkennt dann im optimalen Fall eben die Daten, extrahiert diese Daten, startet den BPM-Prozess und der BPM-Prozess führt dann diese Bestellung dann über verschiedene Genehmigungsschritte oder Erweiterung der Daten. Wie gesagt, das wird man gleich im Beispiel sehen, dann fort. Und wir haben dann im Prinzip eine nahtlose Integration mit dem BPM-Prozess. Der Vorteil dadurch, den wir durch die Verknüpfung BPM und OCR haben, ist eben einfach wirklich die Möglichkeit von einem gesamten automatisierten End-to-End-Prozess, beispielsweise beim Bestellprozess. Wie gesagt, da habe ich ja das Beispiel dabei gleich. Das heißt, wir würden davon ausgehen, es trifft eine Bestellung ein per E-Mail und wir könnten diesen Prozess quasi ab dem Eintreffen der E-Mail bis zum Verbuchen letztendlich dieser Bestellung im ERP komplett mit BPM abbilden. Das wäre also der große Vorteil, den wir dadurch haben. Wir würden ja die Prozessdurchlaufzeiten natürlich erheblich steigern, denn bis sich irgendjemand die E-Mails anschaut, bis irgendjemand diese E-Mails ja bearbeitet hat, sage ich mal, bis dann die jeweiligen Genehmigungsschritte durchlaufen sind, welche gibt es und so weiter, haben wir natürlich erhebliche Aufwände. Und der Prozess würde uns im Prinzip durch die OCR-Software im ersten Schritt die Daten aufbereiten. Falls gewisse Daten nicht erkannt werden können, fehlen oder ähnliches, dann eben in dem Nachbereitungsschritt vom Sachbearbeiter ja, nachbearbeitet, dann in einem Genehmigungsschritt dann nochmal letztendlich genehmigt und dann würde das verbucht werden. Und genau dieses Beispielszenario habe ich Ihnen mal mitgebracht als Live-Demo. Und hier also nochmal der Prozess, wie bereits gesagt, es trifft eine E-Mail ein mit einer Bestellung. Wir erkennen das, die OCR-Software schaut sich dann diese Anlage an, extrahiert die Daten, dann wird der Prozess gestartet, die Daten werden angereichert von Mitarbeitern, falls nötig, dann von der Führungskraft genehmigt und automatisiert dann im ERP eine Bestellung angelegt. Wie das technisch funktioniert, kann ich Ihnen natürlich auch sagen. Die Integration mit dieser OCR-Software läuft häufig über Web-Services ab. Das heißt, technisch gesehen ist es so, dass nicht die OCR-Software erkennt, dass eine E-Mail eingekommen ist, sondern das BPM-System erkennt das, extrahiert dann aus dieser E-Mail diese PDF-Datei, legt es irgendwo ab. In dem Fall habe ich das jetzt zum Beispiel mal hier. Das heißt,
Die OCR-Software hat erkannt, dass wir in unserem Postfach hier eine E-Mail haben, die ich dorthin geschickt habe mit dieser Datei. Die kann ich auch mal aufmachen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bestellung bekommen per E-Mail mit verschiedenen Positionen. Das BPM-System hat es erkannt, hat dann die Datei extrahiert, hat dort diese PDF-Datei reingelegt. Jetzt würden wir quasi die OCR-Software über PDF antriggern und würden sagen, okay, wir haben jetzt hier ein neues Dokument, bitte scanne uns das Dokument. Die OCR-Software tut das, legt uns dann die Ergebnisse in Form einer XML-Datei, beispielsweise in dem Fall jetzt wieder in denselben Ordner, damit wir das Ergebnis natürlich identifizieren können. Und was gleichzeitig dann passiert, ist, dass die OCR-Software dann einen Prozess startet. Und das habe ich auch schon mal getan. Das heißt, wir sind jetzt an dieser Stelle Prüfern und Anreichern angelangt. Das heißt, wir haben diesen Schritt Eingang Bestellung und OCR bereits bearbeitet. Wir sind jetzt an der Stelle Prüfen und Anreichern. Und ich melde mich jetzt mal als Sachbearbeiter am System an. Hab jetzt eine neue Aufgabe, Bestelleingang Nachbereitung. Was wir jetzt dem Benutzer in diesem Fall anbieten, ist hier zum Beispiel in diesem Fall jetzt das PDF. Das heißt, er sieht auch nochmal dieses PDF-Formular, um eben die Nachbereitung effektiv durchführen zu können. Die OCR-Software hat jetzt verschiedene Daten erkannt, um die Bestellung anzulegen. Wie gesagt, da sind auch noch andere Daten möglich, dass wir zum Beispiel, wir haben jetzt ein einfaches Beispiel hier erstellt. Es wäre auch noch möglich, dass so die gesamten Adressdaten und so weiter erkannt werden, dass aber wie gesagt, das machen wir über die Kundennummer. Aber wenn es den Kunden noch nicht gibt, zum Beispiel, könnten wir live dann checken, okay, gibt es den Kunden schon, ansonsten die Adresse schon mal vorbefüllen oder auch die Positionen erkennen und vorbefüllen. Wir haben jetzt hier im Prinzip schon mal ein paar Daten aus der OCR-Software bekommen. Ich fülle die jetzt aber um, weil ich der Meinung bin, dass die falsch sind. Habe die jetzt umgeändert. Wie gesagt, Kundennummer hat er jetzt nicht erkannt im Beispiel. Die fülle ich jetzt ein, das zeigt er mir aber jetzt auch an, dass das ein Pflichtfeld ist und ich ohne die Kundennummer nicht weiter darf. Fülle die jetzt aus. Ich habe auch noch eine, wir haben hier zum Beispiel auch noch Validierung, dass die Verkaufsorganisation beispielsweise immer 4 Stellen haben muss oder auch Vertriebsweg immer 2 Stellen und so weiter. Das heißt, dass auch hier die Datenqualität immer gewährleistet ist. Für diejenigen, die dieses BPM-Ausführungs-UI noch nicht kennen. Wir haben quasi hier immer diesen Aufgabenkopf. Das heißt, nur diese Aufgabenanwendung ist quasi wirklich diese BPM-Aufgabenanwendung. Diesen Kopf hier oben, der kommt eben kommt eben von BPM schon alles mit. Das heißt, wir sehen jetzt hier, der Verantwortliche ist der Sachbearbeiter. Wir haben jetzt kein Fälligkeitsdatum eingetragen. Das könnten wir tun. Es gibt auch keine Anhänge, keine Notizen. Hier über diesen Link können wir uns den Prozess, also kann sich derjenige, der die Aufgabe bearbeitet, wirklich den Prozess im Gesamten anschauen. Das können wir auch mal tun, an welcher Stelle wir gerade stehen und wie der Prozess aussieht. Wie gesagt, das sieht jetzt so aus, dass der Prozess gestartet wurde, wir jetzt eine Nachbereitung machen, dann die finale Prüfung noch stattfindet durch den Genehmiger. Falls er genehmigt, dann eben ins ERP-System verbuchen und nochmal eine Bestätigungsmail auch senden. Das können wir mal zusammen durchspielen gleich. Wir sehen hier, dass wir jetzt über den grünen Punkt sehen wir, dass wir uns jetzt an dieser Aufgabe befinden, können uns auch hier nochmal dann ein paar Detailangaben zur Aufgabe anschauen. Und wie gesagt, das im oberen Teil ist alles Standard. Wir haben hier auch Standard noch die Möglichkeiten, die Aufgabe zu delegieren. Wenn wir jetzt sagen, ich bin eigentlich gar nicht der Richtige für diese Aufgabe, kann diese Aufgabe delegiert werden. Ich habe eben die Möglichkeit, auch Anhänge, Notizen an diese BPM-Aufgabe anzuhängen. Wir sehen jetzt in diesem Fall hier noch einen eigenen Bestell- oder einen eigenen Aufgabenkopf mit dem Antragsdatum und der Antragsnummer.
Es wäre noch beispielsweise möglich, noch ein paar andere Metadaten, der Dateiname oder ähnliches, oder ja, noch ein paar Dateidaten zu dieser E-Mail. Ja, wie war der bestellt, oder wie war der Text in der E-Mail, wie war der Betreff der E-Mail, wer hat die E-Mail gesendet und so weiter. Könnte man sich noch vorstellen. Wie gesagt, ich habe jetzt die Daten ausgefüllt, sende jetzt diese Aufgabe ab. Das heißt, die Nachbereitung ist jetzt abgeschlossen. Der Sachbearbeiter ist jetzt fertig. Ich melde mich jetzt an als der Prüfer, der diese Bestellung dann letztendlich prüft und freigibt, der dann die Bestellung letztendlich im ERP anstößt. Er hat jetzt die ähnliche Oberfläche, hat jetzt eben hier keine Validierung mehr. Wie wir sehen, wurde hier die Kundennummer dann noch aufgefüllt auf die jeweilige dann im ERP nötige, auch ins ERP nötige Format. Er hat jetzt eben hier die Möglichkeit, wie Sie sehen, das Ganze noch genehmigen oder zu genehmigen oder abzulehnen. In dem Fall genehmige ich. Und wie Sie sehen, die Aufgabe wurde erfolgreich abgearbeitet. Die Bestellung wurde jetzt dann hoffentlich im ERP angelegt. Genau. Ich habe jetzt hier diese Bestellung, diese E-Mail bekommen, wie Sie sehen gerade, Bestellung mit der Nummer 103 angelegt. Hier sehen wir auch nochmal, dass das Formular nochmal angehängt ist. Also wie gesagt, das könnte man jetzt ja nochmal an den Einkauf oder an sonstige relevante Stellen schicken, einfach damit die wissen, okay, es wurde jetzt eine Bestellung angelegt oder eben auch nur eine Bestellanforderung. In dem Fall haben wir jetzt quasi einen Kundenauftrag angelegt. Das können wir uns auch anschauen. Genau, also wir haben jetzt hier die Bestellung angelegt, wie Sie sehen. Das sind jetzt natürlich relativ unvollständige Daten und so weiter. Aber man sieht, die Integration findet statt. Es wäre auch denkbar, beispielsweise, dass wir jetzt an diese Bestellung noch das Dokument, also das Original-PDF anhängen oder ähnliches. Wie gesagt, mit diesen Formularen können wir relativ viel tun. Wir könnten jetzt beispielsweise auch ein neues, also mit diesen Interactive Forms arbeiten und ein neues Form anlegen, das dann die Daten aus diesem PDF bekommt. Also quasi das Interactive Form füttern mit den Daten, die erkannt werden von der OCR-Software, dann das Formular füttern, an irgendjemand schicken, der reichert es dann quasi dann über das Interactive Form an und nicht über WebDimPro, wie ich jetzt im Beispiel, und hätten damit quasi dann ein vollständig formularorientierten Prozess. Wie gesagt, das ist alles denkbar mit diesen Formularen. Ja, wie Sie sehen, der Prozess ist jetzt erfolgreich durchgelaufen. Wir haben die Bestellung angelegt durch den Bestelleingang. Wie gesagt, im optimalen Fall würden wir jetzt einfach versuchen, alle Daten zu erkennen. Das war ja jetzt kein Fax, sondern ein PDF. Das heißt, das hätte die OCR-Software ohne Probleme komplett lesen können. Wir hätten beispielsweise dann jetzt alle über die Kundennummer dann alle Daten direkt ermitteln können. Wir hätten die ganzen Positionsdaten ermitteln können und jetzt wirklich ohne Zutun in dem Fall vielleicht noch eine Genehmigung, aber ohne Anreicherungsschritt letztendlich, den hätten wir ja überspringen können, sobald wir über eine bestimmtes Format, bestimmte, ja, wenn wir sagen, wir haben alle notwendigen Daten ermitteln können, dann überspringen wir beispielsweise den Schritt des Anreicherns über den Sachbearbeiter und gehen direkt zur Genehmigung über. Und wir hätten dann eben, wie gesagt, vollautomatisiert letztendlich eine Bestellung aus diesem PDF anlegen können. Ja, dann sind wir auch schon soweit am Ende des Webinars. Ich hoffe, es gibt die ein oder andere Frage noch. Ja, es gibt ein paar Fragen, also ich schaue sie mal durch.
Genau, also es gibt die Frage, ist es möglich, diese Anwendungsdaten, das heißt die Wertehilfen und so weiter, Regeln, Oberflächen aus SAP-Systemen in die BPM-Workflows direkt zu übernehmen? Da ist es so, dass wir Wertehilfen, also eigentlich alles aus dem ERP, insbesondere eben Wertehilfen, wirklich ins BPM-System übernehmen können, in die WebDimpro-Oberflächen und ja, die auch quasi live anzeigen können, letztendlich. Dass es die Möglichkeit gibt. Es ist aber so, dass die Interactive Forms diese Möglichkeit nicht haben. Das heißt, dort müssten Sie Wertehilfen statisch letztendlich hinterlegen. Ja, ich sag mal, bei Währungen oder sowas oder bei Ländern oder bei sonstigen Geschichten ist das nicht so wild. Ja, wenn Sie da jetzt wirklich Daten haben, die sich häufig ändern oder wirklich sehr individuell sind, dann ja, kann das natürlich ein Problem werden. Das ist möglich. Aber prinzipiell haben Sie, wenn Sie jetzt vom BPM-System, also von den BPM-Workflows reden, haben Sie die Möglichkeit, wirklich Wertehilfen, Regeln, ja, sonstige Dinge in die Workflows zu übernehmen. Es gibt noch eine andere Frage, wie das ist mit Performance, also ob es bekannte Performance-Probleme gibt bei diesen Interactive Forms. Ich habe da schon einige Workflows damit realisiert und mir werden jetzt keine Performance-Probleme in dem Sinn bekannt. Ich weiß auch jetzt nicht genau, ob die Performance-Probleme dann, wann die genau auftreten, mehr oder weniger. Es kann natürlich sein, wenn Sie da relativ viele Felder haben oder relativ viele Aktionen mit Buttons und Ähnlichem, dass dann der Rechner eventuell dann ja, vielleicht über eine alte Adobe-Version oder wie auch immer, dass der Rechner dann schon Schwierigkeiten hat. Aber vom reinen Doing her haben mir jetzt keine Performance-Schwierigkeiten bekannt. Wie gesagt, wäre vielleicht im Einzelfall zu prüfen, wird vielleicht ist auch wirklich, vielleicht hilft ein Update von der Software von Adobe. Aber letztendlich sind die Interactive Forms eigentlich, wenn sie ja, von der Komplexität her nicht allzu komplex sind. Also es sind mir keine Performance-Schwierigkeiten bekannt. Eine weitere Frage ist, ob bei externen Partnern, ja, bei externen E-Mail-Adressen und Partnern sichergestellt werden kann, dass der Versender auch der ist, für den er sich ausgibt. Also soweit ich weiß, gibt es oder bietet das Framework da gewisse Möglichkeiten. Zum einen werden diese E-Mails über das SSL-Protokoll versendet. Das heißt, das ist schon mal eine gewisse Sicherstellung, dass zumindest mal keiner an die Daten rankommt. Die Frage hat sich jetzt aber eher darauf bezogen, wie man sicherstellt, dass der Versender auch wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stegreif nicht hundertprozentig beantworten, inwieweit es jetzt durch die Mittel von dem Framework sichergestellt wird. Ich weiß aber, dass die Protokolle, die verwendet werden, das hergeben. Das heißt, das müsste ich dann nochmal im Nachgang prüfen, ob das quasi verwendet wird, die Möglichkeit, dass es sichergestellt wird. Wobei ich jetzt da eigentlich, sage ich mal, nicht so das Risiko sehe, weil, wie gesagt, die Mail geht ja nur an diejenige Person, nur an wirklich die festgelegte externe E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail kann auch nur einmal beantwortet werden. Das heißt, wenn noch jemand anderes eine ähnliche Mail oder so an diese zurücksendet, wird die ignoriert. Das heißt, der Prozess geht dann ja weiter, sobald einer eine sendet. Das heißt, es müsste schon ein relativ unwahrscheinlicher Fall eintreten, dass da wirklich jemand jetzt genau zu dieser Prozessinstanz genau dieses Formular absendet und dann auch noch, ja, also mir ist jetzt auch keine große, ich habe da jetzt halt keine großen Sicherheitsbedenken, denn er müsste ja irgendwelchen Schadcode dann in diese Interactive Forms einschleusen oder ähnliches. Das heißt, also die Gefahr ist da, ist aber gering aus meiner Sicht. Ob die Engine jetzt authentifiziert, dass genau der Absender auch der gewünschte Absender ist, wie gesagt, werde ich nochmal im Nachgang prüfen und dann Ihnen nochmal eine Information zukommen lassen.
Gut, dann sind wir am Ende unseres heutigen Webinars angelangt. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich dann auf das nächste Webinar mit Ihnen. Vielen Dank.